Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Carolinerinnen und Caroliner, wir sind in der fünften Schulwoche gelandet. Warum sage ich das? Gerade eben ein paar Schülerinnen und Schüler getroffen, die gesagt haben, Herr Tesch, nur noch 4 Wochen bis zu den Ferien. Und ich muss überlegen, ja, Sie haben recht. Das heißt, ihr habt schon einen richtig großen Brocken geschafft. Wir können alle nur weiterhin loben. Viele halten sich dran an unsere kleinen wenigen Maßnahmen. Auch gerade für die 7. Klassen, die jetzt wirklich 5 Wochen in einer neuen Schule sind, vieles kennengelernt haben. Da bedanken wir uns auch für jede Unterstützung. Also insgesamt immer noch alles sehr rund und so wollen wir es weiter haben. Und ihr wisst, Eigenverantwortung und vor allen Dingen sich schlau anstellen. Und das bedeutete auch für die 7. Klassen, dass es in dieser Woche gelungen ist, wieder Babke durchzuführen. Das heißt, die Klasse 7.3 hatte eine wunderschöne Woche in Babke. Wir haben aufgrund des Wetterberichts ein paar Dinge getauscht. Auch das hat wunderbar geklappt und wir wünschen natürlich der Klasse 7.7 in der nächsten Woche alles Gute. Und ihr wisst, die Summer School hat stattgefunden. Wir können jetzt sagen, hat schon erfolgreich stattgefunden. Hier ein Foto von allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am ersten Tag, am Montag. Wir haben wirklich hervorragende Referentinnen und Referenten gehabt. Wir haben das wunderbar umrahmt. Darüber wird noch zu reden sein. Aber eine Aktion, die wollen wir einfach rausgreifen. Der Schülerrat, wir hatten ja darüber berichtet, mit dem wir gemeinsam beraten haben, hatte es wahrgemacht. Das heißt, ihr seht sozusagen Max hier auf der Bühne und Leonore, hier Herrn Dr. Öres. Und der Schülerrat hat im Namen von euch allen, Herrn Dr. Öres, 2.500 Euro überreicht. Das heißt, wir wollen am Ende auf eine Summe von 10.000 Euro kommen und vielleicht schaffen wir im nächsten Jahr wieder die 2.500 Euro. Also das war eine wunderbare Geschichte und die Vorlesung natürlich große Klasse von Herrn Dr. Öres. Ja, also hier auch nochmal der Beweis, das gilt sozusagen für dieses Kinderhilfsprojekt Herrn Dr. Öres nach Afghanistan. So, dann haben wir gesagt, gerade auch angedeutet, das ist ja Geld, was ihr, die Schülerinnen und Schüler, vor euch, aber auch jetzt sozusagen erlauft. Und heute, in diesen Minuten, läuft ja auch noch der UNICEF-Spendenlauf. Hier seht ihr ein Bild vom Start und wir haben natürlich nichts unversucht gelassen, um wenigstens einen kleinen Eindruck zu geben. Hier der Start der 7. und 8. Klassen heute Morgen mit einer großen Beteiligung. Und natürlich aufgeregt und motiviert geht es um den Glambecker See, 1,6 Kilometer. Ja, also es ist nicht so, dass da nur eine Runde gelaufen wird, sondern das sind schon bei den meisten mehrere Runden. Und was es auch erfreulich ist, ist natürlich die Tatsache, hier geht es ja darum, sich sportlich zu betätigen. Hier, wie gesagt, auch nochmal von heute Morgen. Dann auch sozusagen die Stempel einzusammeln und das heißt nicht nur sportlich zu betätigen, sondern jeder hat sich um Sponsoren gekümmert. Also wie viel bekommt er für eine Runde und dieses Geld kommt wieder ins Kinderhilfswerk und die Hälfte davon bleibt an der Schule und wir alle gemeinsam können darüber bestimmen, was wir damit machen. Hier die fleißigen Helfer gerade hier, na, in Aktion, auch natürlich Wasser und Bananen sind vorhanden für solche Runden. Ne? Zweimal muss gestempelt werden, wenn man um den See will. Und als die 9. und 10. Klassen gestartet sind, ist natürlich auch Herr Preuß mitgelaufen hier, Göran Preuß. Und wer kommt als Erster durchs Ziel, ne, nach der ersten Runde? Natürlich Herr Preuß. Also das ist eine wunderbare Geschichte. Das DRK ist wieder vor Ort, da bedanken wir uns außerordentlich. Das ist für uns immer besonders wichtig, diese Möglichkeit zu haben. Das sichert die Veranstaltung natürlich in einer großartigen Weise ab, in dem Sinne. Und der letzte Hinweis für heute sei gegeben. Wir haben ja gesagt, wir wollen gucken, wie wir unsere ganzen Medienaktivitäten auf breitere Füße stellen können, wer alles mitmachen möchte. Da haben sich viele gemeldet. Und hier auch nochmal der Hinweis, am 16. September, also nächste Woche, am 16.09. zwischen 13 und 14 Uhr, Treffpunkt Aula. Wir sind gespannt auf euch. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende. Seid gegrüßt und bleibt gesund.